Meine Mutter, sagte ich Ihnen ja vorhin, hat in West-Berlin gewohnt und meine Mutter war krank. Ich habe mehrmals, als meine ganze Familie verstorben ist, einschließlich meiner Großmutter und meiner Onkels, habe ich versucht, nach West-Berlin zu kommen und habe Anträge gestellt, die immer abgelehnt wurden. Es wurde alles abgelehnt, was von mir war. Ich ahnte damals nicht, warum, aber es wurde einfach abgelehnt und sie hatten keine Möglichkeit. Wir haben zig Protestbriefe abgeschickt an die SED-Bezirksleitung hier in Ost-Berlin. Die wurden noch nicht mal beantwortet. Und eines Tages habe ich dann wieder einen Antrag gestellt, weil ich ja eine ärztliche Bescheinigung hatte vom Amtsarzt und so, von meiner Mutter. Und dann habe ich die Genehmigung bekommen, nach West-Berlin fahren zu dürfen. Das war in den letzten Jahren, einmal im Jahr, also zweimal. 1986 fing das, glaube ich, an. Dann durfte ich 87 fahren. Umgekehrt, 87 das erste Mal, 88 das zweite Mal. Dann haben sie mir das genehmigt, dass ich zweimal im Jahr fahren durfte und dann monatlich mit einem Male. Na, und dann habe ich das natürlich ausgenutzt. Meine Mutter wusste genau, wo ich bin, nämlich bei meinen Freunden, die uns ja auch in den ganzen Jahren ständig regelmäßig besucht haben, die Westberliner. Nur bei denen war ich dann zu Hause. Und wir sind dann auch durch die Kneipen gezogen und was alles. Und so war ich ausgerechnet an dem Tag, an dem die Mauer geöffnet wurde in Westberlin. Während die anderen alle nach Westberlin gingen, ging ich von Westberlin nach Ostberlin wieder zurück. Hab meine Frau geholt, die natürlich um die Zeit schon geschlafen hat. Und dann sind wir nochmal beide zusammen rübergegangen. Und dann stand jemand an der Bornholmer Brücke mit seinem Auto und schrie schon: Wo wollen Sie denn hin? Haben wir gesagt: Wir wollen nach Tempelhof. Na, steigen Sie ein, haben wir ihnen gesagt: Wir haben kein Westgeld. Nee, nee, steigen Sie ein. Und dann hat er uns zu meiner Mutter gebracht und wir waren um 2:30 morgens bei meiner Mutter in Tempelhof und sind dann natürlich wieder nach Ostberlin zurückgefahren. Das war eine verrückte Nacht, sage ich Ihnen. Und ich war auch nicht ganz nüchtern, muss ich Ihnen auch sagen. Wir haben nämlich da gerade bei einem Freund von uns, haben wir eine Flasche Wodka, die gibt es ja heute noch, die Sorte, getrunken und haben auf das Wohl dieses Mannes getrunken. Und das war Gorbatschow.